Das neue Prince of Persia war auf unserer Montreal-Tour natürlich ein ganz besonderes Schmankerl und darum gab es nicht nur Interviews, sondern auch jede Menge Ingame-Material zu sehen. Vor der eigentlichen Präsentation durften wir uns aber noch ein wenig umsehen und den Entwicklern über die Schulter schauen. Natürlich war auch der Produzent des Spiels an unserer Seite. Ben Mattis machte einen sehr entspannten Eindruck und zeigte uns vor der weltweit ersten Präsentation die Abläufe im Entwicklerteam. Nun ging es aber endlich los, auf zur Präsentation von Prince of Persia. Man erkennt sofort, dass der Titel einen völlig neuen Weg einschlägt. Wir befinden uns zwar noch im Prince of Persia-Universum, aber wir erleben eine komplett neue Story. Komplett neu ist auch der Grafikstil, der trotz Assassin's Creed Engine weggeht vom Ultra-Realismus. Stattdessen gibt es eine feine Mischung aus Artwork und illustrativem Grafikstil. Warum hat man sich dafür entschieden? Unser Artistic Director wollte unbedingt versuchen, eine eigene, einzigartige visuelle Identität für das Spiel zu erschaffen. Das war nicht einfach nur durch Artworks inspiriert. Wir wollten, dass sich der Spieler dadurch fühlt wie in einer Märchenwelt. Es ist ein bisschen, als spielte man in einem Gemälde. Kommen wir nun zum Kampfsystem. Im Vergleich zu den Vorgängern wird es keine Massenschlachten mehr geben. Dafür rückt das One-on-One in den Fokus. Was genau war den Entwicklern wichtig? Wir wollten ein Kampfsystem, das sich anfühlt wie Soul Calibur und das sich spielt wie ein Street Fighter-Titel. Dieses wirklich coole 1-gegen-1-Gefühl sollte es sein. Du alleine gegen einen richtig guten Gegner. Es gibt eine Kamera, die ganz nah dran ist und ziemlich dramatische Action während den Kämpfen. Der Spieler wird dabei in Alarmbereitschaft versetzt, weil er weiß, dass jeder Gegner, gegen den er kämpfen muss, mindestens genauso stark ist wie er selbst. Man muss also immer sein Bestes geben, um hier bei Prince of Persia zu gewinnen. So fühlt sich jeder Kampf an wie ein echter Bossfight. Im Spiel immer an der Seite des Prinzen ist der Support-Charakter Elika. Elika steht euch bei Geschicklichkeitsprüfungen, Rätseln und natürlich auch im Kampf zur Seite. Aber nur dann, wenn ihr es auch wirklich wollt. Zu diesem Thema befragten wir abschließend noch einmal Ben Mattis. Das Wichtigste daran ist folgendes: Sie macht dich besser, aber sie wird dich niemals schlechter machen. Das ist übrigens gar nicht so einfach. Das ist viel Designarbeit und braucht lange Entwicklungszeit. Es musste ja so sein, dass wenn du sie brauchst, Elika direkt hinter dir ist, damit du Kooperationen machen kannst und so unglaubliche Superhero-Power-Moves. Sie erlaubt dem Spieler also wesentlich mehr Aktionen auszuführen als mit dem Prinzen alleine. Wir dürfen also gespannt sein auf den neuen Prinzen, der mit vielen neuen Features daherkommt. Ende des Jahres erscheint Prince of Persia für den PC, die Xbox 360 und für die PlayStation 3. Übrigens wird es auch eine Version für den DS geben. Prince of Persia: The Fallen King heißt diese Version des Spiels. Einen ersten Trailer dazu findet ihr auf Ubisoft TV.